Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wird es hier ein bisschen sportlich, deshalb habe ich mich hier in mein Sportoutfit geworfen, nur für euch. Denn ich möchte euch heute ein paar Bücher vorstellen, in denen es um diverse Sportarten geht. Das ist ja so ein Trope, entweder man mag es oder man mag es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es manchmal einfach hier stehen habe und dann auch nicht mehr lesen kann. Aber aktuell bin ich wieder voll im Fieber und möchte Geschichten über Eishockey, Football und Co. lesen. Dafür kann ich aktuell keine Rockstar-Geschichten mehr sehen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe mir hier jetzt ein paar Bücher rausgesucht, in denen es genau um dieses Trope geht. Und die möchte ich euch heute vorstellen. Das erste Buch bzw. die erste Reihe habe ich tatsächlich nicht hier im Regal stehen, sondern ich habe sie als E-Book. Den dritten Band habe ich tatsächlich irgendwo als Print stehen, aber ich dachte, ich zeige euch jetzt einfach Band 1 der Reihe. Es ist nämlich die My Girl-Reihe von Nadine Wilmchen und ich habe sie tatsächlich auch noch nicht gelesen. Ich freue mich aber schon ganz arg drauf. Ich habe vor, sie mit in Urlaub zu nehmen, deshalb sind sie auf meinem E-Book-Reader schon drauf und in der gesamten Reihe geht es eben auch um Football und um die ganze Clique rund um das Football-Team der Schule. Ich werde euch jetzt natürlich nicht die Klappentexte zu allen vier Bänden vorlesen. Ich lese euch den ersten vor, dann habt ihr so einen kleinen Vorgeschmack, wie das Setting der Reihe ist und dann ja, könnt ihr euch vorstellen, wie die Reihe ungefähr weiter verläuft. Es ist so ein klassisches College-Football oder Highschool-Football-Ding, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Grace ist seit ihrer Kindheit heimlich in ihren besten Freund Ben verliebt. Als dieser ihr seine neue Flamme präsentiert, erkennt Grace, dass es an der Zeit ist, zu handeln. Da kommt ihr der verrückte Vorschlag von Bens Bruder Noah gerade recht, eine Fake-Beziehung vorzutäuschen, um Ben eifersüchtig zu machen. Nicht sicher, ob sie damit wirklich punkten kann, lässt sie sich auf das Angebot des gefeierten Star-Footballers der Uni ein. Und sehr schnell fühlt sich Fake mit Noah ziemlich echt an. Zu diesem Zeitpunkt ahnt Grace noch nicht, dass Noah ganz eigene Motive verfolgt. Dann möchte ich eine Reihe hochhalten, von der ich die Tage schon einmal in einem Video erzählt habe. Und zwar ist das die Secret Book Club Reihe. Das war nämlich in meinem Spice-Video, weil diese Reihe doch sehr Spice-lastig ist. Ich habe mir jetzt mal zwei Bände rausgesucht, in denen es auch um Sport geht. Zum einen geht es hier um Eishockey und zum anderen hier um, hier steht einfach nur Profisportler. Ich glaube, er ist Baseballer. Ich weiß es aber jetzt nicht mehr ganz genau. Insgesamt hat die Reihe 5 Bände. In den anderen geht es dann auch noch um einen Musiker und bei dem anderen um einen Geschäftsmann. Aber diese zwei hier sind eben sehr sportlich angehaucht und da würde ich euch tatsächlich jetzt auch beide Klappentexte vorlesen, weil die Geschichten alle auch unabhängig voneinander lesbar sind und weil sie wirklich absolut rein gar nichts miteinander zu tun haben, außer dass beide Männer Mitglieder im Secret Book Club sind. Das hier ist übrigens Band 1 der Reihe. Die Ehe von Profisportler Gavin Scott steckt in der Krise. Genau genommen ist sie sogar vorbei, wenn es nach seiner Frau Thea geht. Und das darf nicht sein. Thea ist die Liebe seines Lebens und er versteht verdammt nochmal nicht, was überhaupt passiert ist. Eigentlich müsste sie sich bei ihm entschuldigen. Gavin ist ratlos und verzweifelt, bis einer seiner Freunde ihn mit zu einem Treffen nimmt. Eines Treffen des Secret Book Club. Hier lesen und diskutieren Männer heimlich Liebesromane, um ihre Frauen besser zu verstehen. Gavin hält das für Schwachsinn. Wie sollen Liebesschnulzen ihm helfen, seine Ehe zu retten? Doch die Lektüre überrascht ihn und Thea steht eine noch viel größere Überraschung bevor. Mega, mega witzig die Reihe, das kann ich euch schon mal sagen. Und das hier ist, glaube ich, der 4. Band, wenn ich das jetzt richtig weiß und sie richtig im Regal stehen habe. Der erfolgreiche Eishockeyspieler Vlad Konnikov hat ein Geheimnis. Seine Ehe ist nicht echt. Elena hat ihn nur geheiratet, damit sie in den USA studieren konnte. Vlad hingegen hofft immer, dass irgendwann mehr aus ihnen wird. Nur deshalb hat er sich überhaupt dem Secret Book Club angeschlossen. Durch die Liebesromane, die die Männer dort zusammen lesen, wollte Vlad lernen, wie er das Herz seiner Frau gewinnen kann. Und die wichtigste Lektion lautet Ehrlichkeit. Also gesteht er ihr endlich, dass er eine echte Beziehung will. Im Gegensatz zu Elena. Sie will die Scheidung. Aber dann verletzt Vlad sich im wichtigsten Spiel seiner Karriere und Elena weicht ihm nicht von der Seite. Gibt es doch noch Hoffnung oder findet sich das einzige Happy End in dem Liebesroman, den Vlad heimlich schreibt?
Ich muss tatsächlich aber sagen, dass ich den Band am schwächsten fand, weil ich einfach persönlich nicht mit Elena klar kam. Aber das ist ein persönliches Ding. Die hat halt ein paar Charaktereigenschaften, die mir nicht gefallen haben. Aber ich kenne ganz, ganz viele, die dieses Buch sehr, sehr geliebt haben. Dann muss ich natürlich auch die Winter Dreams-Reihe von Ayla Dade, ich weiß es bis heute nicht, in die Kamera halten. Wie das Cover schon verrät, geht es um Wintersport. Hier geht es, glaube ich, um Schlittschuhläufer. Genau, hier im Band 1 geht es um eine Schlittschuhläuferin. Es gibt aber auch noch andere Sportarten. Also es ist nicht nur reines Schlittschuhlaufen, es ist auch Paarlauf und noch diverse andere winterliche Sportarten, um die es geht. Ich habe die Reihe sehr, sehr gern gelesen. Band 2 nicht so sehr, weil ich da auch mit den Protagonisten und deren Art und Weise zu interagieren nicht so gut klarkam. Aber an und für sich ist es eine wunderschöne Reihe. Besonders Band 3 hat es mir angetan. Aber ich werde euch jetzt den Klappentext zu Band 1 vorlesen. Eine Eistänzerin auf dem Weg an die Spitze. Ein Snowboarder am Abgrund seiner Karriere. Ein See mit glitzernder Eisschicht vor der mächtigen Kulisse der Rocky Mountains. Als Paisley auf der Flucht vor ihrem alten Leben mit ihren Schlittschuhen im Gepäck im verschneiten Aspen ankommt, raubt ihr die bezaubernde Winterwunder-Landschaft den Atem. Sag das mal dreimal hintereinander. Für sie zählt nur noch die Zukunft. Die begabte Eiskunstläuferin beginnt an der renommiertesten Schule Aspens zu trainieren und träumt insgeheim von Olympia. Auf ihrem Weg an die Spitze darf sie sich auf keinen Fall ablenken lassen. Schon gar nicht von dem selbstverliebten Snowboarder Nox. Von allen gefeiert und unverschämt attraktiv steht er im Mittelpunkt jeder Party. Paisley versucht, die immer stärker werdende Anziehungskraft zwischen ihnen zu ignorieren. Doch kann sie Nox wirklich widerstehen? Um das zu erfahren, müsst ihr das Buch lesen. Und last but not least muss ich natürlich auch die Sommer in Kanada-Reihe erwähnen. Denn hier in Band 3 geht es auch um einen Profi-Footballer, der sich verletzt und seinen Sport quasi nicht mehr ausüben kann. Ich habe die Reihe ja gerade im Juni, glaube ich, gelesen und muss auch sagen, dass mir Band 3 von allen am besten gefallen hat. Manchmal muss man Schwäche zugeben, um stark zu sein. Blake war auf dem Weg zum Profi-Footballer, bis er sich verletzte und alles verlor. Nun sitzt er in seinem Heimatort an der Ostküste Kanadas fest und hat sich selbst aufgegeben. Doch als die attraktive Touristin Rachel behauptet, St. Andrews ist ein langweiliges, verschlafenes Nest, wettet er, ihr das Gegenteil zu beweisen. Auf actiongeladenen Ausflügen lässt er ihren Puls höher schlagen, genau wie ihr Herz. Dabei wird Blake klar, dass es doch noch Dinge gibt, für die es sich zu kämpfen lohnt. Aber wie soll er die taffe Jurastudentin aus New York davon überzeugen, dass er mehr ist als nur ein Abenteuer? Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die ich euch heute gerne zeigen wollte. Natürlich könnte ich jetzt auch noch die Green Valley-Reihe nennen. Da gibt es nämlich auch eine Ausgabe, in der es um Wintersport geht. Es gibt noch so viel Bücher, in denen es um Sport und Co. geht. Ihr dürft mir gerne mal eure liebsten Sportbücher in die Kommentare schreiben. Ich bin ja immer froh, wenn ich ein Trope, das ich aktuell gerne lese, dann noch weiter zelebrieren kann. Ansonsten war es das jetzt von mir. Es tut mir leid, dass ich meine Hand hier habe, aber meine Kamera kriegt es nicht hin, mein Gesicht zu fokussieren, wenn ich eine Mütze anhabe. First World Problems nennt man das, glaube ich. Ja, ansonsten war es das jetzt von mir. Ich höre auf zu quatschen. Wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!